Crime Shop. Die beste Entscheidung meines Lebens. Ja! Ja! Freunde, willkommen zu mir. Habt ihr wieder geschafft. Heute ist... Was? Es ist ja heute. Es ist ja Weihnachten. Weihnachten, oh mein Freunde. Gott. Von daher erstmal frohes Fest. Frohes Weihnachten. Ist denn Heiligabend oder was? Ja, die Klugscheißer sagen wieder, ja, ist nicht Weihnachten. Bla, bla, so, Freunde. Ja, frohe Weihnachten. Und deshalb sitzen wir hier gesellig zusammen vor unserem Baum hier im Camouflage-Look. Alle zusammen hier, Crime Shop, die besten Entscheidungen meines Lebens. Aber natürlich selber auch. Okay, Moment. Ich greife mir jetzt blind. Wie ihr wisst es ja, wir haben diese YouTuber-Kugeln. Ich greife mir jetzt blind eine Kugel und wen ich da ziehe, dem schenke ich was. Zieh ein Bild dran. Zeig mal. Ja. Hier. Was? Ja, toll, Abdel, oh mein Gott. Freunde, heute wollen wir euch erzählen, ihr seht es am Titel, Andre vs. Genghis. Es ist wieder Unglaubliches geschehen. Genghis, du hast es prophezeit, 2-2. Ich weiß nicht, wann du es gesagt hast. Ich bin das Orakel, Freunde. Es kann echt sein, dass er magische Kräfte hat. Stimmt, direkt ja, am Anfang. Genau, ja, das stimmt. Okay. Ja, so ist es. Es steht 2-2 und das bedeutet zwei Sachen, Freunde. Ihr wisst es. Die erste Sache, nicht so wichtig wie die zweite, aber trotzdem wichtig. Es gibt natürlich ein großes Finale, dazu gleich. Und die zweite Sache, es gibt natürlich eine Bestrafung. Und ich kann euch wirklich sagen, also in 1000 Videos habt ihr das immer verstreut so geschrieben. Und wir saßen richtig lange am PC, haben alles durchgeforstet, was ist geil. Und wir haben eine Bestrafung gefunden. Das erzählen wir euch gleich. Erstmal kommen wir zum Finale. Wer wird erklären? Das Finale. Was wird passieren? Ihr wisst es, wir hatten einen Diss-Track schon mal gemacht hier. Ausschnitte. Du wirst ein Tag lang mein Diener sein, denn ich mache dich weg wie dein Kopf. Yeah. Punkt hol ich mir ganz locker. Yeah. Junge, ich sag es dir nochmal. Du bist nur ein Ich hole mir die Krone, du gehst nicht mit, sondern ohne. Keiner feiert deine Mode, leider, leider keine Quote. Glaub nicht, dass ich hier nur drohe, lende Treffer mit der Sohle. Auf den Grabstein steht Cengolo und ich werf von noch ein Roses. Warum willst du, mieser Wichser, dein Hals riskieren? Ich hab mehr Respekt vor Floyd als vor dir. Ich bin Fokus, du bist planlos. Ich im High, du am Bahnhof, dein Bro, hallo. Ja, na gut, ich war bei Kartoffelsalat. Doch zu dir haben sie immer nur Kartoffel gesagt. Gib es zu, ich bin noch dein größter Dream. Bück dich jetzt, Flügel, Bitch, Götunistiki. Dein Arsch und Face, Zwillinge. Red Pit, Kopie, billige. Tag der Abrechnung, du bist jetzt geliefert, Bitch. Nenn mich Sensenmann, der nachts an deinem Bettchen sitzt. Das ist der Anfang vom Ende, ich falte die Hände. Dein Weg hier zu Ende. Und wir hatten Love-Tracks für den anderen gemacht, hier Ausschnitte. Das Lied ist für Genghis. Solltest du fallen, er fängt dich. Und baust du mal Scheiße, dann sitzt er ganz sicher direkt neben dir im Gefängnis. Uns trennt nix, meine Liebe, unvergänglich. Dein Bart ist so männlich, ich bin deine Fanbitch. Wenn ich zurückblick auf alte Tage, waren wir unschlagbar auf der Straße. Wenn ich zurückblick auf die Straße, war es unfassbar, all die Tage mit dir. Und wir haben überlegt, jo, was kann man machen? Machen wir überhaupt einen Song? Was, worum soll es da gehen? Und dann Song sind wir dachten wir halt so direkt wieder, ja, das gab's ja jetzt, das ist jetzt zweimal das Finale gewesen. Ja, und dann, was haben wir dann gedacht? Wir haben gedacht, machen wir's oder nicht? Machen wir noch einen Diss-Track oder sonst was. Wir wollten halt was Neues haben und dann sind wir über einen Kommentar gestolpert. Auch beim Durchforsten der alten Folgen kam also von euch, Freunde. Der Kommentar besagte, dass wir einen Song machen sollen. Jetzt wird's ein bisschen kompliziert, ja. Aufpassen. Ich bezieh's mal einfach jetzt auf mich. Man verkleidet sich als der andere, also ich verkleide mich als Genghis und muss mich André dissen. Das heißt quasi, ich disse mich selber, aber aus der Perspektive von Genghis. Boah. Mit Genghis Look. Und genauso umgedreht. Das heißt, er muss sich als André verkleiden. Also ist das eigentlich ein Diss-Track für den anderen, aber aus der Perspektive des anderen. Ja, man disst sich halt selber, aber ist halt der andere verkleidet. Ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive. Das du sagen würde, Mann! Du. Ja, ist nur Spaß. So, okay. Hat jemand kurz vielleicht ein Beispiel, damit auch jeder das checkt? Also sagen wir mal, du müsstest jetzt oder du eine Line jetzt nur machen. Du wärst jetzt verkleidet als Genghis und würdest dann sagen... Würde dann als Genghis sagen, André, bei dir hört es sich so an, als würde ein Clown rappen. Ich ah, okay. Weil deine Tattoos wollen in deiner Haut stecken.
Sowas. Danke, Lein. Applaus für diese Lein. Die nehmen wir, Freunde. Okay, ich glaube, ihr habt es gecheckt. Genau. Ne? So. Ja, die Bestrafung. Jengis, erzähl, was ist da passiert? Bei der Bestrafung, ich glaube, wir hatten das sogar mal in Erwägung gezogen, aber wir haben es dann des Öfteren nochmal gelesen. Haben halt geguckt, bla bla bla. Und dann sind wir zum Entschluss gekommen, wir müssen einen Tag lang im Wald leben und wirklich, momentan ist das der absolute Horror, weil es ist wirklich mega kalt nachts. Ich bin ja eben. Also da übernachten, ne? Nicht ja, einen Tag. Also leben, einen Tag und eine Nacht natürlich. Eine Nacht muss man in diesem Wald. Achso, ja, halt die Nacht muss man dort verbringen und dann, keine Ahnung, muss man sich irgendwie vorbereiten mit Zelt und Schlafsack und sowas. Zelt, Schlafsack kriegt man schon. Ja, aber mehr nicht. Das ist schon hart. Der Rest muss man sich halt. Darfst jetzt nicht essen und alles, wum, 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 alles mit. Denke, und weißt du noch dieses, du hast doch mal dieses Slender-Let's Play gemacht im Wald, wo du da saßt. Und da hast du ja schon Schiss. Ich bin hier gerade nachts, also 3:15 Uhr, nachts alleine im Wald und spiele das Spiel Slender The Arrival. Ich glaube, wenn man da im Wald nachts ist und man hört da so ein Knacken, so Blair Witch, also wirklich, Blair Witch Project. Das ist sau schlimm. Das ist krass. Okay, Freunde, ihr wisst es. Die Bestrafung. Wer diese Bestrafung abbekommt, das steht ja noch gar nicht fest, Freunde. Das entscheidet nämlich wieder ihr. Und zwar werden wir diese Tracks machen. Wie hatten wir es gemacht? Welcher mehr Views hat und mehr Views und mehr Daumen. Daumen und Views. Das war aber ein gutes System, oder? Hat funktioniert. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten 7 Tage Zeit genommen oder sowas. Eine Woche. Eine Woche. Wir machen es wieder so. Eine Woche Zeit ab dem Punkt, wo die beiden Musikvideos online gehen. Ganz genau 7 Tage. Genau, bis zu genau derselben Zeit. Genau. 7 Tagen. Und es gilt dabei, welches Video mehr Daumen hoch bekommt. Die Daumen runter zählen nicht, oder? Hatten wir weggemacht. Ich glaube, also das bringt eigentlich nichts, die zu geben. Und welches Video mehr Views macht. Das wird dann zusammengerechnet. Da kann man ganz leicht und, am Ende dann sehen. Das haben wir voll vergessen zu sagen. Wir haben eine gravierende Änderung. Und zwar haben wir die Videos damals ja beide auf einem Kanal hochgeladen. Da war das, glaube ich, damals so, dass eins dann in den Trends gelandet ist und das andere eben nicht. Also geht ja nicht, weil du kannst ja nicht 2 Videos von einem Kanal in den Trends, das geht ja nicht. Deswegen werden wir dann eins auf Ape Crime und das andere auf Apecrime TV gleichzeitig hochladen. Genau, jetzt. Sodass theoretisch beide die Chance hätten zu trennen und das dann fair ablaufen. Aber ich würde dazu sagen, weil jetzt werden ja wieder welche sagen, yo, einer hat einen Vorteil, weil das auf den Kanal guckt und der so und so viele Abos hat und der nur so und bla. Wenn ihr das hier gerade seht, dann ist auf Apecrime ein Voting, wer welchen Kanal bekommen soll. Also ihr könnt jetzt erstmal entscheiden, yo, Jengis soll auf Apecrime hochladen, André soll auf Apecrime TV sein. Okay, geil. Dass ihr das entscheidet, dass man da dann nicht sagen kann, unfair so, weil ihr es entschieden habt, Freunde. Wo ist das Voting? Wo findet man auf das? Auf Apecrime. Wir verlinken euch das oder ihr geht Community-Tab unten oder hier erster Link, Freunde. Genau, so. Boom. Und kommen wir jetzt natürlich noch zum wichtigsten Punkt und zwar den Musikvideos selber. Ihr wisst es noch, letztes Mal gab es natürlich Regeln, die gibt es diesmal auch. Letztes Mal war es ein One-Taker? Ja, das letzte war ein One-Taker. Das letzte war ein One-Taker, genau. Und dieses Mal haben wir uns als Regeln überlegt. Man darf so viele Takes machen, wie man will. Das heißt, es muss kein One-Taker sein, aber man ist limitiert auf eine Location. Das bedeutet, ich nehme mir jetzt für mein geiles Video die Mülldeponie als Location. Dann darf ich nirgendwo anders drehen. Dann kann ich zwar 1000 Takes da machen, wie ich grabe, wie ich Müll esse und so, aber darf es nur dort machen. Und Regel Nummer 2, jeder Teilnehmer darf sich 1000 Euro von unserem Geschäftskonto als Produktionsbudget runternehmen und damit ein Video machen. Krass. Ich drehe ein Video Freunde. Für einen Huni und den Rest geht in die Tasche. Da habe ich schon eine gute Idee, wo ich das drehen werde. Echt? Geil. Auch eine, aber ich weiß nicht, ob das geht. Das Finale wird stattfinden am 7.1., denn wir werden hier eine kleine Winterpause einlegen. Freunde, 7.1. ist es soweit. Da kommen die Videos online, wie gesagt, hier auf Apecrime TV und Apecrime, Freunde. Richtig geil, Alter. Vergesst das Voting nicht, ist sehr wichtig. Ja, genau. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch dabei. Ihr entscheidet, wo ihr entscheidet, wer gewinnt. Eigentlich entscheidet ihr alles, Freunde. Ja, wie so immer, wie immer, Freunde. So wie immer. Das ist unser Kanal. Das ist der Plan. Der Plan soweit, Freunde. Ich hoffe, wir haben alles drin gehabt, was wir sagen wollten. Und es ist ja heute Weihnachten. Also wir haben dieses Video jetzt ein paar Tage vorher gedreht. Aber heute, jetzt gerade ist es Weihnachten. Jetzt natürlich die Frage. Erstens schreibt ihr rein, was macht ihr heute an Weihnachten, außer dieses Video schauen. Und jetzt sage ich mal, erzähle ich mal von mir. Ich werde jetzt wahrscheinlich gerade mit meinen Eltern, was essen wir denn immer? Wir essen immer Ente. Meine Mutter macht immer Ente. Ich werde jetzt gerade am Tisch sitzen und Ente essen. Was werdet ihr machen? Ich denke, ich werde meine Mutter besuchen, Freunde. Mama, wenn du das siehst, ich bin bei dir.
Macht gar nichts, Freunde. Das war's hier mit dem Mega-Update, Freunde. Vergesst auf gar keinen Fall jetzt rüber zu gehen und Let's Draw anzugucken. Yay. 18 Uhr ist es soweit. Ich weiß nicht, ob das vorher kommt, keine Ahnung. Sonntag 18 Uhr ist es da. Ist eine saugeile Folge geworden, Freunde. Ich bin gespannt. Ich werde sie mir selber direkt geben, so wie ihr. Und jetzt sage ich zum Schluss, wenn ihr uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann geht rüber zu Let's Draw und lasst einen Daumen nach oben da. Das ist alles, was ihr tun müsst. Freunde, und wenn da irgendwie was, wenn die Oma kommt und einen 50er schenkt, dann geht auf crypeshop.de und haut die direkt raus. Ja.